Kirsten Grenzing hat Post bekommen. Sie soll ihre Daten schicken, um sich registrieren zu lassen. Die Krankenschwester ist eine von etwa 70.000 Pflegekräften in Niedersachsen. Alle sind verpflichtet, der neuen Kammer beizutreten und auch einen monatlichen Beitrag zu zahlen, um die 8 Euro. Kirsten Grenzing hat keine Wahl. Es geht um mein Gehalt. Und jeder weiß, dass Krankenpflege doch eigentlich unterbezahlt ist. Und ich soll von meinen erarbeiteten Geld soll ich jetzt Zwangsbeiträge abgeben für eine Sache, wo ich noch gar nicht weiß, was mich erwartet. Und man nimmt mir die Möglichkeit zu sagen, das passt mir nicht, ich möchte das nicht. Am gleichen Abend in Wolfsburg eine Informationsveranstaltung zum Thema Pflegekammer. Damit dir nichts entgeht, hat Kirsten Grenzing ihren Mann mitgebracht. Also erstmal möchte ich gerne wissen, was diese Pflegekammer überhaupt für mich bringen soll. Und ich lasse mich einfach erstmal überraschen, was man mir da erzählen wird. Grenzing ist nicht die Einzige, die sich sperrt. Zigtausend Pflegekräfte weigern sich, sich registrieren zu lassen. Erstaunlich dennoch das geringe Interesse an der Veranstaltung. Kerstin Havers kennt das. Die Kinderkrankenschwester arbeitet an der Gründung der neuen Kammer mit und seit Monaten tingelt sie ehrenamtlich durchs Land. Die Pflegekammer Niedersachsen gibt uns Pflegenden, also unserer Berufsgruppe, die Möglichkeit, dass wir die Berufsausübung, die Weiterentwicklung und die Stärkung unseres Berufsstandes zukünftig selber gestalten. Das liegt in der Rechtsform, die die Kammer mitbringt. Hannover, die neue Geschäftsstelle der Pflegekammer. Lediglich ein Siebtel aller Pflegekräfte sind bislang registriert. Der Rücklauf ist mäßig, trotz Bußgeldandrohung. Der Richtungsausschuss, dem auch Kirsten Havers angehört, hat bis Ende des Jahres Zeit, die Pflegekräfte zu erfassen. Doch dieses Ziel scheint momentan unerreichbar. Im April soll jedoch, wie geplant, die Wahl der Kammer stattfinden. Eine Interessenvertretung, die durch diese Rechtsform und durch die Pflichtmitgliedschaft auch die gesetzliche Legitimation erhält, in den gesundheitspolitischen Gremien mit zu agieren und mit zu entscheiden. Und das halte ich bei der derzeitigen Situation, die in der Pflege herrscht, einfach für ganz, ganz wichtig. Welche konkreten Ziele die Kammer verfolgen wird, dazu kann Kerstin Havers aber nichts sagen. Viele Pflegekräfte haben deshalb den Eindruck, die Katze im Sack kaufen zu müssen. Keinerlei Information über nichts. Und das finde ich einfach vom Ablauf her ganz unverschämt. Naja, die Tatsache, dass wir heute noch nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich bin ja selbst auch Berufsangehöriger. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass es bisher noch keine Kammer gab. Für diejenigen, die in 5 Jahren Mitglied in der Kammer werden, weil sie den Berufsabschluss erlangen und ein Berufsverhältnis aufnehmen in Niedersachsen, für die werden die Bedingungen klar sein. Kirsten Grenzing hört sich alle Argumente an, doch es überzeugt sie nicht. Es wird mir vom Gesetzgeber aufgezwungen. Ich werde zwangsverpflichtet. Man droht mir. Ja, so ist das. Mit Zwangsmaßnahmen. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich einen Beruf ergriffen, in dem man mir drohen muss? Also es tut mir leid, mir fehlen dafür die Worte. Der Eindruck, viele sind mit ihren Vorbehalten gekommen und sie gehen mit ihren Vorbehalten.